Herzlich willkommen zur Fußballarena, liebe Zuschauer. Der ASC St. Georgen war gestern im Rückspiel der ersten Runde des Aufstiegsplayoffs gegen Castellazzo im Einsatz. Nach dem 1:0 Auswärtssieg im Piemont standen die Chancen gut, dass die Jergina den Einzug in die zweite Runde schaffen. 1:0 hat die Morini-Truppe, die ganz in Rot spielt, vor einer Woche im Piemont gewonnen. Und diesen Vorsprung wollen die Jergina, die ohne Thomas Albanese und Alex Ziviani auskommen müssen, auf dem Kunstrasenplatz in Bruneck möglichst lange halten. Castellazzo, das ohne seinen gesperrten Topangreifer Rosé antritt, dafür aber auf die Unterstützung von vielen Fans zählen kann, erwischt den besseren Start. Zambolin in der dritten Minute mit diesem Solo über das halbe Feld, dann der Schuss, aber Peter Steiner ist hellwach. Das kann man nur 60 Sekunden später von der Defensive der Hausherren nicht sagen. Einwurf, dann der Kopfball von Merlano. Piana läuft auf Harasser auf, ein Pfiff und es gibt Elfmeter. Ja, es ist wirklich heute. Er ist gut gerannt, hat sich gut bewegt und bin zu spät zurückgegangen und Kontakt ist gewesen. Vielleicht war er, ich weiß es wirklich heute. Piana, der Gefaulte, legt sich danach den Ball zurecht, läuft an und der Ball zappelt im Netz. Noch einmal in der Wiederholung. Peter Steiner taucht in die falsche Ecke und Piana jubelt über das frühe Tor. St. Georgens Matchplan ist total über den Haufen geworfen. Ja, wir hatten es eigentlich vorgenommen, aber solange ich die Null zu halten, wie es halt geht. Aber es ist halt mit einer blöden Situation, haben halt so ein Null gekriegt durch einen Elfer und es hat sicher eigentlich nicht hineingepasst in unser Konzept, was wir gehabt haben. Danach passiert lange nichts. Castellazzo steht in der Defensive sicher und will ein Tor der Jergina vermeiden. Dann leistet sich aber Basso diesen Schnitzer. Ofanello spielt auf Schwingshackel, der weiter zu Pifrado und der haut die Kugel drüber. Da war sie, die Riesenchance zum Ausgleich in der 21. Minute. Diese Möglichkeit wird Tommy Pifrado noch Tage im Traum verfolgen. Die Jergina bleiben am Drücker. In der 29. Minute tritt Martin Ritsch diesen Freistoß. Miri steigt am höchsten. Da haben nur ein paar Zentimeter gefehlt. Ritsch mit sehr viel Gefühl. Miri dagegen mit seiner ganzen Sprungkraft, aber eben ein bisschen zu ungenau. Gegen Ende der ersten Halbzeit probiert es Clementini aus der Distanz, aber Peter Steiner hat keine Mühe. Postwendend auf der Gegenseite eine ähnliche Situation. Orfanello zieht ab, aber Basso ist auf seinem Posten. Wenig später ist die erste Halbzeit zu Ende. St. Georgen agiert auf Augenhöhe, doch das Tor haben die Gäste erzielt. Nach dem Seitenwechsel sind wenige Minuten gespielt. Da kommt es im Strafraum von Castellazzo zu diesem Kontakt zwischen Cartasegna und Thomas Pifrado. Aber ein Pfiff des Schiedsrichters bleibt aus. Noch einmal das Duell zwischen Castellazzos Nummer 2 und St. Georgens 9er. Die Gäste aus dem Piemont melden sich in der 57. Minute mit Clementini. Aber Peter Steiner ist auf dem Posten. Nur eine Minute später, Merlano mit dem weiten Ball auf Piana, der Volley zu Clementini und schon steht es 2:0. Eine wunderschöne Offensivaktion von Castellazzo. Piana und Clementini spielen den Ball Volley und Peter Steiner im Kasten der Hausherren ist machtlos. Das 2:0, es ist die Vorentscheidung. St. Georgen glaubt aber weiter an sich. Nach einer guten Stunde schickt Orfanello den schnellen Schwingshackel auf die Reise. Pavanello mit dem Foul und dieses Mal gibt es den Elfmeter für die Jergina. Das ist eine Sache für Thomas Pifrado, der sich den Ball zurechtlegt und Basso im Anschluss in die falsche Ecke schickt. 1:2 steht es jetzt. St. Georgen hat noch 25 Minuten Zeit, um einen zweiten Treffer zu erzielen und somit den Aufstieg in die zweite Playoff-Runde zu fixieren. Und für die Jergina kommt es noch besser, denn kurz darauf sieht Cartasegna nach diesem rüden Foul an Harasso die rote Karte. Castellazzo in den letzten 20 Minuten also nur mehr mit 10 Mann. Die Gastgeber werfen jetzt alles nach vorne, schließen die Piemontesen phasenweise in deren Hälfte ein. Besonders gefährlich ist St. Georgen bei ruhenden Bällen. So steigt Brucker nach dieser Ecke am höchsten, aber Basso ist auf seinem Posten. Dann diese schöne Flanke vom eingewechselten Philipp Pifrado. Wieder ist Brucker da. Pfosten gibt's ja nicht. Jetzt haben die Pustro auch noch das Pech gepachtet. Noch einmal Pifrados Maßarbeit und Bruckers schöner Kopfball. Nur ein paar Zentimeter geben hier den Ausschlag über den möglichen Ausgleichstreffer.
Castellazzo konzentriert sich nur noch auf das Verteidigen. 5 Minuten vor Schluss spielt der ebenfalls eingewechselte Butzer diesen Ball in die Mitte, aber Eichner und Orfanello kommen nicht heran. Dann spielt Miri diesen Ball auf Ritsch, der mit dem Pass in die Mitte, Orfanello aber Basso mit dem Riesenreflex. Es ist die vierte gute Möglichkeit für die Morini-Elf, doch der Ausgleichstreffer, er will einfach nicht fallen. In der Nachspielzeit wieder Miri mit dem Pass auf Orfanello, der lässt für Butzer abtropfen, aber Basso hat die Fäuste rechtzeitig oben. Noch einmal die gute Möglichkeit für den jungen Butzer, der ansatzlos abzieht. Kurz darauf ist das Match vorbei, der Sieg geht an Castellazzo, das dank der Auswärtstorregel in die zweite Runde des Aufstiegsplayoffs der Oberligisten einzieht. St. Georgen ist enttäuscht, denn in Bruneck hat nicht das bessere Team gewonnen. Nein, hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, aber im Fußball gibt es alles. Deswegen, sie haben gewonnen und natürlich, wir haben verloren. Wir verabschieden uns von diesem Playoff mit sicherem einen sehr hohen Kopf. Ich bin stolz auf meine Spiele, meine Mannschaft, meinen Verein. Auch heute haben wir alles gegeben, haben wir gezeigt, was Fußball ist. Weil Fußball ist in unserem Land, was wenige Mannschaften spielen. Und sicher St. Georgen ist eine von diesen Mannschaften. Ja, im ersten Moment ist sicher die Enttäuschung groß. Wir haben uns schon ausgerechnet, oder wir haben eigentlich mit der guten Ausgangsposition, was wir jetzt erkämpft haben letzten Sonntag, da hätten wir gekannt, eigentlich daheim alles klar machen. Und ist leider gegangen. Wir haben zwar gewusst, dass sie super gut, oder nach vorne sind sie gut. Und jetzt ist es schade, dass es das gegangen ist. Wir haben auch wie ein Pech gehabt. Wir haben gute Chancen gehabt. Latte von Leo. Und ja, schade. Ja, ist schon bitter, weil man auswärts 1-0 gewinnt, gute Ausgangsposition hat, kriegt man gleich 3 Minuten einen Elfer gegen sich. Dann drücken wir, haben eigentlich viele Chancen gehabt und sie kriegen das zweite genau in der Druckphase und ja, schon bitter. Ja, in der Landesliga, da sind die Würfel in einigen Bereichen bereits gefallen. Naturns ist Meister, Obermais ist fix Tabellenzweiter, Bichl-Gsies und Neugries, die steigen in die erste Amateurliga ab. 5 Teams, die konnte es vor dem letzten Spieltag noch erwischen. 2 davon, Bozner Boden und die SG Schlern, die standen sich in einem direkten Duell gegenüber. Für uns berichtet aus Kastelruth Alex Tabarelli. Die Ausgangsposition in diesem Abstiegsduell ist also klar. Gastgeber Schlern im grünen Trikot und Bozner Boden liegen vor dem letzten Meisterschaftsspiel mit 33 Zählern auf dem 10. Rang, brauchen also beide nur mehr einen Punkt, um sich mathematisch zu retten. Und da ist die Devise, die die beiden Trainer Friedrich Haselrieder, der Ende März Dietmar Lacher auf der Bank von Schlern ersetzt hat, und Francesco Corsa ausgegeben haben. Natürlich klar, tun wir uns nicht weh, so können wir beide am Ende des Matches feiern. Schon in den Anfangsminuten merkt man, dass man heute hier in Kastelruth wenig Fußball sehen wird. Beide Mannschaften spielen hinten hin und her, lassen den Ball ein bisschen rollen, greifen aber nie an. In der 10. Minute Einwurf von Denis Bedendo, der spielte früher in der Jugend des FC Südtirol, und bei Bozner 96 auf Giacomo Galliani. Der bullige Stürmer setzt sich gegen Alex Malfarteiner durch, Daniel Jarvino pariert aber seinen Schuss. Geht da noch was? Nein, denn gleich danach besinnen sich beide Mannschaften, dass sie heute nur einen Zähler holen müssen. Die 22. Spielminute. Martin Malfarteiner schickt Stefan Blankl, der kann sich freispielen, schießt dann auch auf das Tor von Daniele Lazzaro. Zu harmlos, keine Probleme für den Schlussmann der Bozner. Stefan Blankl heuer mit 12 Treffern, zusammen mit Ivan Germano der erfolgreichste Torschütze in seiner Mannschaft. 7 Minuten später versucht es Martin Malfarteiner wieder mit einem Pass auf Blankl. Diesmal streicht aber der Schuss des 25-jährigen Stürmers daneben vorbei. Zwei eher harmlose Versuche, es bleibt beim torlosen Unentschieden. Auf der Gegenseite spielt Kapitän Federico Bertoli zu Galliani. Wieder so ein Schüsschen. Jardino hat natürlich keine Probleme. Zweimal Blankl, zweimal Galliani. Das war in der ersten halben Stunde schon alles. Kurz vor der Pause noch diese Szene, der lange Abstoß von Denis Jardino. Ivan Germano lenkt weiter zu Stefan Blankl, der flankt in die Mitte, trifft aber genau Kevin Unterhauser am Arm. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen.
Wir schauen uns diese Szene noch einmal in der Zeitlupe an. Für den Unparteiischen ist hier keine Absicht im Spiel. Und so endet die erste Halbzeit mit einem, wie sagt man so schön, vorprogrammierten 0:0. In der zweiten Hälfte ist dann überhaupt nichts mehr los. Hier eine ungeschnittene Szene. Die Verteidigung vom Bozer Boden spielt den Ball hin und her. Zwischendrin wieder ein Pass nach hinten. Nach vorne wird überhaupt nicht mehr gespielt. Eigentlich warten beide Mannschaften nur auf den Schlusspfiff. In der 69. Minute nimmt Haselrieder noch seinen Stammtorhüter Jardino aus dem Kasten und bringt an seiner Stelle den Reserveschlussmann Franz Vill. Auch er soll noch ein paar Landesliga-Minuten bekommen. Ein Wechsel, der natürlich zeigt, dass hier schon längst alles gelaufen ist. Dann der erlösende Schlusspfiff für die Spieler und auch für die Zuschauer und der Jubel auf beiden Seiten. Schlern und Bozer Boden sind gerettet, spielen auch in der kommenden Saison in der Landesliga. Ein Spiel heute zum Wegschauen, aber man durfte sich auch nicht mehr erwarten. Für beide Mannschaften stand zu viel auf dem Spiel. Warum hätten sie hier etwas riskieren sollen? Es ist das Spiel ist enorm schwer, weil ein Tor täte die eine Mannschaft, sagen wir so, ne? Deswegen sind solche Spiele brutal schwierig zu spielen. Logisch für die Zuschauer wird es langweilig sein. Und gegangen ist, wie es gegangen ist. Aber du, wir haben den Punkt gebraucht. Wir sind froh, dass wir ihn gemacht haben. Und wir haben uns eigentlich jetzt auch verdient gehabt. Die Rückrunde haben wir uns schwer getan. Wir haben am Anfang viele gefehlt. Auch mit den Skifahrern, Verletzten. Und leider allein mehr 10 Punkte gemacht. Sonst hätten wir das ja viel früher zudingen können. Für uns ist wichtig gewesen, dass wir kein Tor kassieren. Wir sind mit der 5er-Kette hinten gestanden und haben probiert, das Spiel zu kontrollieren. Ich denke, ein Großteil der Partie ist uns sehr gelungen. Also, und wir sind zufrieden mit dem Ergebnis. Wir sind mit einem Punkt gerettet gewesen und das ist unser Ziel gewesen, denke ich. Die Angst ist einfach da, dass man die ganze Saison auf letztes Spiel kommt das hin. Und wir sind die ganze Saison schon ein wenig unsicher gewesen und heute auch. Und dann tut man halt schauen, hinten anzusichern und schauen, so wenig wie möglich Torschüsse zuzulassen. Das ist nicht was Gott, was für ein Spiel geworden ist, ist klar. Nicht? Weil auf beiden Seiten ist einfach die Angst da, dass wenn wir ein Tor kriegen, dann ist die ganze Saison hin. Friedrich Haselrieder ist nicht nur Trainer bei Schlern, er führt auch den Verein als Präsidenten an. Ob er in dieser Doppelfunktion weitermachen wird, ist noch ungewiss. Ich weiß es noch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Wir haben noch nicht darüber geredet. Es sind einige, die was hätten gern, dass ich als Trainer bleibe. Präsident bin ich auch noch und ich weiß es wirklich noch nicht und es wird es bald einmal fragen. Und wie schaut es mit der Zukunft von Stefan Blankl aus? Der 25-jährige Stürmer ist ja auf dem Transfermarkt immer sehr begehrt. Auch heuer zählt er mit 12 erzielten Treffern zu den Top-Torschützen der Liga. Logisch denkt man drum nicht, ob man es mal ein Jahr probiert, aber nein, da muss man schauen, weil ich uns auch mit Arbeit und komme nicht leicht weg. Und muss ich schauen, was ich tue in Zukunft. Aber ich denke, recht viel wird nicht passieren. Torschützenkönig wurde übrigens mit 33 Treffern bloße Angreifer Hans-Jörg Stockner. Das ist ein sensationeller Wert und einer der besten Torausbeuten aller Zeiten. Den Allzeitrekord von Peter Mayer verpasste Bingel um 3 Tore. Platz 2 ging mit 27 Treffern an den Kapitän von Naturns Matthias Bacher. Dahinter folgt mit 21 Toren Fabian Gruber vom SV Lana. Vor seinem Teamkollegen Lukas Hofer, der 20 Mal traf, wie der Obermeister Mittelstürmer Dennis Malaya. Und hier noch ein Blick auf die letzte Runde der Landesliga. Da der FC Bozen 96 zu Hause gegen Neugres 1:0 gewonnen hat, sind die Siege von Stegen und Moos wertlos. Beide Mannschaften müssen in die erste Amateurliga absteigen. Tabellenführer Naturns gewinnt auch in Latzwons mit 2:1 Turm. Lana bezwingt Pasaia 2:1 und wird somit Tabellendritter. Ein Blick auf die Rangliste. Naturns ist Meister mit 69 Zählern, Obermeister auf Platz 2 mit 61 Punkten. Obermeister bestreitet dann am Donnerstag in Tramin das Entscheidungsspiel gegen Trient. Lana Tabellendritter mit 60 Zählern. Ganz unten ist es ja noch spannend geworden. Absteigen müssen aber Stegen, Moos, Neugres und Birksiers. Ja, liebe Zuschauer, das war's von uns von der Fußballarena, von diesem spannenden Wochenende. Danke, dass Sie auch heute wieder zugeschaltet haben. Wir sehen uns hoffentlich am kommenden Montag zur gewohnten Uhrzeit wieder.